So, mal Status, was momentan geht. Ich habe hier eine Datei mit den Leisten hier, mit ein paar Skizzen. Das erste, was ich mache, ich erzeuge jetzt für den Leisten das Map-Objekt. So, da haben wir also die dreidimensionale Ansicht vom Grid und hier die zweidimensionale Version. Und was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt hergehen und kann dieses Objekt nehmen und erstmal verschieben, dass es nicht mehr mitten im Zentrum liegt. Da wird jetzt quasi die dreidimensionale Komponente an ihrem alten Platz gelassen. Und hier habe ich eine Zeichenfläche, wo ich drauf arbeiten kann. Und jetzt nehme ich hier diesen Sketch, den hier, Sketch 04, und verschiebe den auch mal hier so, dass die Ecke genau aufs Zentrum passt. So, und Sketch 04 und Map kann ich jetzt an der Stelle wieder hochtransformieren. 2D auf 3D. Und das Ergebnis ist, dass der Sketch, der ja hier mit der Ecke genau im Zentrum liegt, hier oben auch auf dem Schuh an die richtige Stelle positioniert wird. Ich schalte jetzt mal noch um auf die Innenfläche. So. Und das hier können wir schon wieder löschen. Liegt also jetzt hier und das gleiche kann ich jetzt für jede beliebige andere Fläche auch machen. Das heißt, ich könnte jetzt auch hierher gehen und könnte sagen, dieses Objekt verschiebe ich auf mein Zeichenblatt und dock das hier an dieser Stelle an. Und dann sage ich, dieses Objekt soll mit dem Map transferiert werden. 2D auf 3D. Und dann sehen wir, das liegt hier auch schon an der richtigen Stelle. Und das kann ich jetzt beliebig wiederholen. Na, das ging jetzt auch, dass ich das jetzt hier mal hier so drüber setze. Dann machen wir es so. Und dann dieses Objekt mit dem Map-Objekt zusammen so. Jetzt haben wir hier wieder den Effekt, dass hier die Orientierung nicht stimmt beim letzten. Das heißt, hier müsste ich beim letzten Objekt umkehren. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Das war der, das war der zweite, das war der dritte. Habe ich den falschen ausgewählt? Okay, dann schmeiße ich das noch mal weg hier. Also wir wollten den Sketch 3, den hier, Sketch Placement, an den hier wollten wir auf Map hochschieben. So, der, das ist jetzt der hier. Und dann liegt der auch oben, kann ich die alte Fläche löschen. Jetzt sehen wir, liegen alle drei Flächen hier oben. Ich kann die Map jetzt wieder ausschalten. Und sehe dann hier auf dem Schuh nur noch die drei Flicken alle übereinander. Die sind also jetzt hier übereinander gelegt. In der Zeichnung. Und sehen wir hier diese Überlappung teilweise. Und wir sehen die dann hier oben auch liegen. Und das ist schon alles.